Der Wahlherbst geht in die heiße Phase, umso wichtiger sind Politiker, die einen kühlen Kopf bewahren. Das Team um Alfred Frauscher ist in Topform für die Wahl und natürlich vor allem für die Zeit darüber hinaus. Ich stehe deswegen hinter Frauscher Freddy, weil er einfach bewiesen hat in den letzten Jahren, dass er für Ried mit seinen Verbindungen, mit seiner Arbeit sehr viel geleistet hat. Das sieht man in den Wirtschaftsdaten, in den Finanzdaten, in den Arbeitslosendaten, dass hier sehr viele gute Sachen passieren, auch mit dem Engagement für die Fachhochschule etc. Freddy Frauscher ist also der Garant dafür, dass sich Ried in Zukunft auch positiv weiterentwickeln wird. Deswegen stehe ich hinter Freddy Frauscher und seiner Arbeit. Wichtige Themen im Innviertel gibt es viele. Das Team Ried steht dafür, diese Themen anzupacken und aktiv nach Lösungen zu suchen. Ja, ich glaube, dass der Alfred Frauscher der Richtige ist, wenn es darum geht, sichere Arbeitsplätze in Ried zu schaffen bzw. zu halten in Ried. Wir haben das Problem, dass wir also die Fachkräfte in den nächsten Jahren weniger werden. Und da ist es wichtig für uns, dass wir die Lehrlinge nach wie vor stark fördern, dass wir die wieder zurück in die Betriebe kriegen. Und für uns ganz wichtig, dass wir einfach die Anbindung an das schnelle Internet, an Breitbandausbau bzw. auch die Verkehrsmöglichkeiten, damit die Lehrlinge auch zu den Betrieben hinkommen. Das ist eine ganz wichtige Forderung, die wir in den nächsten Jahren haben. Und da glaube ich, haben wir mit Alfred Frauscher den richtigen Mann, der das umsetzen wird. Ja, dass gute Bildung wichtig ist für unsere Kinder, für unsere Zukunft, ich glaube, das ist unbestritten. Ich bin selber Lehrerin, bin in der Schulstadt Ried für die Bildungsagenten zuständig, als Obfrau des Bildungsausschusses und Mutter dreier Kinder. Und ich weiß, dass Bildung und Bildungschancen wesentlich für die Zukunft unserer Kinder, zur guten Zukunft unserer Kinder beitragen. Das beginnt in den Krabbelstuben, in den Kindergärten, Volksschulen, neuen Mittelschulen, höheren Schulen. Ich bin eine Befürworterin und Verfechterin der Lehre, eine gute Ausbildung für unsere Lehrlinge und eine große Akzeptanz in der Bevölkerung für die Lehre ist für mich wesentlich und ein wesentlicher Bestandteil. Das Team Ried für Alfred Frauscher wird sich dafür einsetzen, dass auch in den nächsten 6 Jahren die Bildungschancen, die Bildung und die Bildungschancen in unserer Gegend, im ländlichen Raum und im Bezirk Ried sich weiter steigern und wir alles tun, damit unsere Jugendlichen die besten Möglichkeiten für ihre Zukunft und für ihre berufliche Entwicklung wahrnehmen können. Wir vom Team Ried für Alfred Frauscher stehen für ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum. Die ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Vereinen draußen sowie die ganzen kulturellen Beiträge, die vom ländlichen Raum für Oberösterreich und für unser Zusammenleben geleistet werden, sind ein wichtiger Beitrag für unsere ganze Gesellschaft und gerade dort können die Leute wirklich unterstützt in allen Bereichen und wünschen das haben. Und das, glaube ich, zeichnet unser ganzes Innviertel und auch den Bezirk Ried mit aus. Und dafür stehen wir mit Alfred Frauscher natürlich voll mit ein. Mit Alfred Frauscher tritt ein Spitzenkandidat an, der sich zu 100% auf sein Team verlassen kann. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Team habe. Die Gabriele Luschner, der Ernst Mayer, der Josef Heisbauer und der Michael Treibelmeier. Wir sind, glaube ich, eine sehr gute Mischung und wir wollen einfach jetzt für diese Region etwas bewegen. Es sind alles erfahrene Leute und ja, ich glaube, insgesamt schauen wir, dass wir für alle Bevölkerungsgruppen, für die Jungen, für die Alten, für die Bauern, für die Unternehmer, für die Arbeitnehmer, für alle einfach da sind und da setzen wir uns ein und das ist auch unser Versprechen für die nächsten 6 Jahre.